Wenn wir uns mit dem Thema Netzwerkdosen oder Datenanschlussdosen beschäftigen, dann finden wir zwei gängige Systeme. Das eine ist dieses hier, nennt sich LSA, zu erkennen an dieser Kontaktleiste. Darum geht es aber heute nicht, deswegen tun wir die direkt zur Seite. Wenn du eine LSA-Netzwerkdose installieren willst, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich ein anderes Video von mir verlinkt, wo ich erklärt habe, wie man solch eine Datendose anschließt. Heute geht es aber um das Keystone-System. Ich habe hier mal was vorbereitet. So sieht das Ganze aus, wenn es eben aufgelegt ist. Das Keystone-System unterscheidet sich zum LSA in einigen Punkten und darauf werden wir in diesem Video heute eingehen. Ich werde mit dir zusammen dieses Keystone-Modul auf eine Cat7-Datenleitung auflegen und diese Anschlussdose nachher in Betrieb nehmen. Also viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen bei Go4Smart. Ich habe dieses Modul von der Firma Rutenbeck zur Verfügung gestellt bekommen, freundlicherweise, damit ich euch das als Demo hier in diesem Video einmal präsentieren kann. Das Ganze kommt in so einer Verpackung, wo genau bebildert und beschrieben wird, welche einzelnen Arbeitsschritte hier vollzogen werden müssen. Und die werde ich mit dir jetzt einmal eins zu eins so durchführen. Das Modul kommt hier in vier Teilen. Einmal das Keystone-Modul selbst, dann gibt es hier einen Kunststoffeinsatz, wo wir den Farbcode sehen und nachher unsere Einzeladern nach diesen Quadranten hier einsortieren können. Dann wird das System mit dieser Kappe hier verschlossen und zu guter Letzt mit dem Kabelbinder fixiert. Als erstes muss ich meine Datenleitung abisolieren. Das ist jetzt hier eine Cat7-Leitung. Dafür nehme ich wieder mein Yokari. 7 cm. Wird empfohlen, es muss auch nicht genau sein, kann man ungefähr nach Augenmaß machen oder wer sich unsicher ist, misst es einfach ab. Dann wird dieses Drahtgeflecht nach hinten weggebogen und hier so ein bisschen drumherum gezwirbelt. Und dann kommen unsere vier Adernpaare zum Vorschein, nämlich das Grün-Weiße, das Braun-Weiße, das Blau-Weiße und das Orange-Weiße. Diese einzelnen Kabeladern werde ich jetzt alle hier von der Metallfolie befreien, weil die benötigen wir nicht. Im nächsten Schritt kommt dieses Teil zum Einsatz und hier sehen wir schon, wir kommen hier hinten mit den Einzeladern jetzt von der Seite rein und sehen entsprechend hier verschiedene Farben, nämlich braun, blau und je nachdem, ob ich nach A oder nach B auflege, orange oder grün. Da ist wieder die spannende Frage, nach welchem Farbcode lege ich auf, entweder A oder B. Auch hier nochmal zur Erläuterung, es ist grundsätzlich technisch egal, ob du nach der Farbkategorie A oder B auflegst. Wichtig ist nur, dass du dich einmal für eins der beiden entscheidest und in deiner ganzen Netzwerkinstallation das von vorne bis hinten durchziehst. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den Farbcode A. Das heißt, wir werden hier grün und grün-weiß auflegen und hier orange und orange-weiß. Und genau danach werde ich jetzt hier meine einzelnen Adern in diese Quadranten hier einsortieren. Jetzt gibt es an diesem Bauteil hier noch so eine Kunststoffnase. Und ja, diese Nase oder diesen Dorn, den schieben wir jetzt unter den Mantel. So, hier sieht man das jetzt und jetzt können wir die einzelnen Adern nach unserer Farbkategorie auflegen bzw. schon mal einlegen. Das bedeutet, ich habe ja gesagt, wir werden nach A auflegen. Wir fangen also an mit Orange, dann Weiß, dann kommt Grün und dann kommt Weiß und auf der anderen Seite entsprechend genauso. Im nächsten Schritt nehmen wir uns jetzt einen Seitenschneider und schneiden einfach die überstehenden Leitungsenden hier ab. So sieht das Ganze aus. Und jetzt nehmen wir uns unser Modul, klappen das hier oben auf und schieben die beiden Bauteile zusammen. Der Deckel wird von oben hier runtergeklappt. Jetzt nehmen wir uns das letzte Bauteil, nämlich dieses hier. Da gibt es in dem Modul entsprechend zwei Führungen. Da kann man das einfach reinschieben.
von oben ein bisschen andrücken und dann wird hier einfach nur der Kabelbinder drum gebunden und das ganze Modul miteinander fixiert. Den Kabelbinder werden wir natürlich jetzt noch ein bisschen einkürzen und damit ist das Keystone-Modul schon installiert. Dieses Modul kann jetzt mit der entsprechenden Montageplatte in die Unterputzdose oder in die Hohlraumdose hier eingebaut werden und hier eingerastet werden. Bevor wir das machen, schauen wir uns das Modul aber nochmal im Profil an. Denn dieses Modul hat den Vorteil, dass die Leitungsabführung entsprechend gewinkelt ist. Das heißt, die Dose bzw. die Montageplatte, die wird ja gleich so sitzen. Und die Leitung wird eben im Winkel nach oben weggeführt, damit die entsprechenden Biegeradien hier auch eingehalten werden können. Das ist ganz wichtig zu beachten, weil es ganz verschiedene Keystone-Module gibt. Zum Beispiel auch solche Module hier. Die sind eben nicht gewinkelt, sieht man hier schon ganz schön. Das heißt, die Leitung würde dann entsprechend hier hinten gerade rauskommen. Und dann habe ich im Zweifel, je nachdem welches Modul ich da eben einsetze, das Problem, dass ich in der Unterputzdose oder in der Hohlraumdose aufgrund der Bautiefe gar nicht so viel Platz habe und nachher meine Leitung, ich sage jetzt mal im Extremfall, so stark biegen muss, dass hier entsprechend die Biegeradien nicht eingehalten werden können. Und das ist natürlich extrem schlecht für eine Datenleitung. Deswegen immer darauf achten, dass Montageplatte und Keystone-Modul auch für den Verbau in so einer Unterputzdose geeignet sind. Übrigens, die beiden Produkte, sprich die Montageplatte und das Modul selbst, findest du auch nochmal in der Videobeschreibung als Link. Und diese Platte werden wir jetzt verbauen. Das heißt, das Keystone-Modul wird einfach hier ein Stück in die Unterputzdose zurückgeschoben und die Montageplatte hier vorne drauf gesetzt. Übrigens, du siehst hier, diese Montageplatte ist auch vorgesehen für eine Duplex-Leitung. Das heißt, hier würden dann statt einer Leitung zum Beispiel zwei Leitungen rauskommen. Das erspare ich dir aber an der Stelle, weil die Arbeitsschritte sind ja genau das gleiche. Das heißt, ich würde hier, wenn ich das Ganze mit einer Duplex-Leitung mache, zwei Keystone-Module haben und die könnte ich dann, wenn ich das hier ausbreche, beide hier reinklipsen. Wir entfernen jetzt aber hier erstmal den vorderen Teil von dieser Montageplatte. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Theoretisch könnte man das hier auch entsprechend rasten. Ich mache es mir da immer ein bisschen einfach und schiebe das einfach von der Seite hier so rein. Dann kommt das hier drauf, wird dann hier wieder eingerastet mit ein bisschen Druck. Ja, und dann bin ich auch schon fertig und muss jetzt nur noch über die beiden Schrauben hier die Montageplatte fixieren. Wenn ich jetzt ein Schalterprogramm von einem gängigen Markenhersteller von Berka, Busch, Jäger, Gira oder wie sie alle heißen habe, dann kommt hier einfach nur noch eine Blende vorne drauf und dann sieht das Ganze auch ein bisschen schöner aus. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und apropos, wenn du dich für Netzwerktechnik im Allgemeinen interessierst, also vielleicht deine eigene Netzwerktechnik bei dir zu Hause aufbauen möchtest, dann kann ich dir auch gerne meinen kostenlosen Netzwerktechnik-Guide empfehlen. Dort kannst du dir das Ganze mal als PDF runterladen und ich habe da in 5 Schritten erklärt, was meiner Meinung nach so notwendig ist, um deine Netzwerktechnik zu Hause selbst zu installieren. Lade dir das gerne runter, werd Abonnent von dem Kanal, wenn du es noch nicht bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen hoch. Ich freue mich auch über Kommentare. Sei smart und bis zum nächsten Mal.